mit dabei sind. Donnerstagabend, zweites deutsches Fernsehen. Sie sind's und wir sind's auch. Sie nennen sich Patrioten Europas und fürchten sich vor einer Islamisierung des Abendlandes. Pegida. 10.000 haben am Montag in Dresden unter diesem Namen demonstriert, unter anderem für ein härteres Asylrecht. Und die Politik, sie gibt sich überrascht und besorgt. Wie soll man auf diese Bewegung reagieren? Ignorieren, beschimpfen, selbst gegen sie demonstrieren wie in Sachsen oder den Dialog suchen? Man müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen, heißt es jetzt auch gern. Nur was heißt das? Wo enden Wut und Ärger über Versäumnisse der Politik und wo beginnt der Hass auf alles Fremde? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Frauke Petri, die AfD-Vorsitzende in Sachsen, verteidigt die Pegida-Demonstranten. Die Sorgen der Menschen sind berechtigt. Das dürfen die Politiker nicht schlechtreden. Olaf Sundermeier, der Rechtsextremismus-Experte, erwidert: Pegida ist eine Bürgerbewegung von rechts gegen die multikulturelle Einwanderungsgesellschaft. Frank Richter, der Direktor der Sächsischen Zentrale für politische Bildung, sagt: Viele der Demonstranten sind einfache Bürger, die sich benachteiligt fühlen. Das ist alarmierend. Imran Ayata, der deutsche Autor mit türkischen Wurzeln, fordert: Die Themen Einwanderung und Integration darf man nicht den rechten Parteien überlassen. Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, sagt: Pegida versucht Ängste zu wecken, das ist inakzeptabel. Aber wir müssen konsequenter entscheiden, wer tatsächlich Anspruch auf Asyl hat. Und Cem Özdemir, der Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, sagt: Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie Einwanderer und Flüchtlinge behandelt. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie sehr herzlich noch mal in der Runde, liebe Zuschauer. Ja, Sie nennen sich patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Doch wer demonstriert da eigentlich wogegen? So richtig einfach zu sagen, ist das nicht. Zehntausend Menschen protestieren bei klirrender Kälte in Dresden. Angetreten gegen die Islamisierung Europas, Deutschlands, Sachsens. Ausgerechnet Sachsen. Mit einem muslimischen Bevölkerungsanteil von 0,1%. Und längst sind es nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen. Ich bin kein Arbeitsloser, der hier Frust ablässt. Also ich bin Geschäftsführer. Ich bin der Meinung, die Moslems sollen ihre eigenen Länder aufbauen. Wir brauchen sie nicht. Die 70 sollen arbeiten. Die Politiker haben ihre Wille und ihr Geld. Und ich denke, wir haben genug für die ganze Welt getan. Doch gegen welche Bedrohung tritt Pegida an? Den Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Viele aus dem Nahen Osten, viele muslimischen Glaubens. Aber viele eben Opfer radikal-islamistischer Gruppierungen. Islamisten ermordeten Marias kleinen Sohn, drohten, die ganze Familie umzubringen. Deshalb flüchtete Maria mit ihrem Bruder und zwei kleinen Kindern. Also geflohen vor Taliban oder IS-Terrormiliz. Bitte weiter flüchten, ist die Empfehlung der Islamgegner an die, die vor islamistischem Terror fliehen. Joachim Herrmann, Innenminister des Freistaats Bayern. Herr Herrmann, verstehen Sie das? Machen Sie sich auch Sorgen ums Abendland? Also von einer Islamisierung des Abendlandes kann sicherlich keine Rede sein. Ich wollte die auch nicht, aber die findet ja auch nicht statt. Und wenn es um die Flüchtlinge geht, dann muss man in der Tat sagen, ja, wer jetzt vor diesem grausamen Bürgerkrieg dieses sogenannten Islamischen Staates flieht, dafür muss man sicherlich Verständnis haben. Und solche Flüchtlinge müssen wir in unserem Land aufnehmen. Und das sind übrigens nicht nur Muslime. Da kommen zurzeit auch viele Christen in unser Land. Da haben wir syrisch-orthodoxe Christen und da haben wir dieses Schicksal der Jesiden. Und das muss uns ein Anliegen sein. Dass es auch Missbrauch gibt von Asyl, ist klar. Darum müssen wir uns auch kümmern. Aber es gibt keinen Grund, jetzt hier insgesamt eine Angst zu verbreiten, als ob eine Islamisierung Deutschlands stattfinden würde. Das ist Unfug. Frauke Petri ist bei uns, die Vorsitzende der AfD in Sachsen. 10.000 Menschen in Dresden auf der Straße, Frau Petri. Können Sie uns erklären, warum? Und warum jetzt?
Nun, einen Anfang haben die Demonstrationen ja begonnen, als es um die Waffenlieferungen an die Kurden ging. Das war der Auslöser für die Demonstrationen. Und nach unseren Recherchen sind es ja eben nicht nur die Themen des radikalen Islam, die dort angesprochen werden, sondern in der Tat wird eine konsequente Umsetzung des Asylrechts gefordert. Und was Herr Herrmann sagt, dass es natürlich nicht um die Bürgerkriegsflüchtlinge geht und um die tatsächlich politischen Verfolgten, das werden Ihnen die Bürger auf der Straße und auch die Organisatoren selbst erzählen. Aber sie fordern meiner Ansicht nach zu Recht ein, dass geltendes Asylrecht eingehalten wird. Und wir wissen nach den Statistiken, dass 70% derer, die Aufnahme begehren, eben unter keinen der Asylgründe oder unter die Gründe der Genfer Konvention fallen. Und wenn dort Bürger unseres Landes fordern, dass die Gesetzeslage umgesetzt wird, dann ist das nicht nur recht und billig, sondern sollte eigentlich für die Politiker selbstverständlich sein. Mhm. Über das Asylrecht werden wir auf jeden Fall noch reden. Würden Sie sich diesen Demonstranten anschließen, Frau Petri? Herr Lucke hat heute gesagt, viele Ziele der Menschen, die da in Dresden auf der Straße waren, sind auch die der AfD. Würden Sie mitlaufen? Es gibt in der Tat thematische Überschneidungen und es ist richtig, dass auch viele AfD-Mitglieder in Dresden mitlaufen. Ich persönlich bin nicht mitgelaufen. Ich denke, meine Aufgabe ist, politisch im Landtag auf einer anderen politischen Ebene etwas zu bewirken. Aber ich halte es für völlig legitim, wenn Mitglieder das tun oder auch andere Bürger, immer vorausgesetzt, dass diese Demonstrationen ihren friedlichen und demokratischen Charakter behalten. Cem Özdemir, können Sie uns erklären, woher diese Welle der Empörung kommt und woher sie jetzt kommt? Das ist zum Teil sind es Leute, die sich als Modernisierungsverlierer verstehen, die das Gefühl haben, dass sie auf der Strecke bleiben. Und dann ist aber natürlich auch eine krude Mischung an Rechten dabei, die nicht mehr so aussehen, wie wir sie von früher her kennen, die das sehr viel geschickter machen, auch in der Wortwahl. Wenn man jetzt die Thesen, die jetzt ja aufgestellt worden sind, von denen da in Dresden mal liest, da muss man erst bis zum Ende lesen, bevor man auf das wirklich krude Zeug stößt. Am Anfang hört sich das so an. Ja, natürlich haben wir nichts gegen Flüchtlinge aus Syrien und so weiter. Und dann kommt aber immer das Aber und das Aber wird dann immer größer und dann kippt es dann irgendwann. Was mich am meisten ärgert ist, wir haben in Deutschland ja nicht wirklich eine gute Tradition mit Revolution. Aber eine Revolution haben wir wunderbar hingekriegt, die friedliche Revolution im Osten Deutschlands. Da haben Menschen ihren Mut zusammengekratzt und haben es geschafft, eine Diktatur zum Zusammenbrechen zu bringen. Durch die sogenannten Montagsdemonstrationen. Und einer der Rufe damals war, wir sind das Volk und dann später, wir sind ein Volk. Was ganz toll ist, worauf wir stolz sein können als Deutsche. Wofür uns viele in der Welt beneiden. Und dass das da missbraucht wird von dieser komischen Mischpoke, die diesen Spruch missbrauchen, die Montagsdemonstration für ihre Zwecke missbrauchen, für niedrige Instinkte gegen Fremde, gegen Zuwanderer. Das tut mir in der Seele weh, denn das, was da begann im Osten Deutschlands, ist was, worauf man stolz sein kann. Das, was da in Dresden stattfindet, ist nichts, worauf man stolz sein kann. Aber man muss auch dazu sagen, Sie haben die Demonstranten angesprochen. In Dresden haben sich auch Gegendemonstranten versammelt. Und am nächsten Montag werde ich mit denen mitdemonstrieren und ich hoffe, viele auch. Mhm. Imran Ayata ist heute bei uns, gebürtiger Ulm. Mit türkischen Wurzeln. Sie sind auch Autor und haben eine Agentur für Kampagnen. Wenn Sie diese Bilder am Montag in Dresden sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf? Da sind 10.000 Leute auf der Straße, es gibt 9.000 Menschen dagegen. Was denkt man da? Was denkt man da? Vieles. Zum einen denke ich, dass in gewisser Weise eine Fortsetzung, so eine Art Post-Sarrazin-Geschichte, wo eigentlich so in dem Duktus vom Tabubruch man ganz selbstverständlich einfach auch mal sagen möchte, womit man alles unzufrieden ist. Mhm. Es ist ja eigentlich schon länger so, dass es gar nicht mehr darum geht, ob es jetzt Einwanderung geben soll oder nicht, sondern was ja stattfindet in letzter Zeit ist sehr stark so eine Hierarchisierung. Das heißt, man unterscheidet zwischen bereichernden und nicht bereichernden, nützlichen und weniger nützlichen. Und da ist natürlich in diesem Ranking sind Flüchtlinge und die islamische Bedrohung ganz weit unten. Und das mobilisiert offensichtlich ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Würden Sie denn denken, dass diese Demonstranten da in Dresden auf der Straße Sie durchaus erkennen würden als einen erfolgreichen, steuerzahlenden Deutschen, der es in diesem Land eben auch zu was gebracht hat? Diese Frage habe ich mir offen gestanden noch nie gestellt. Ich glaube, diese Leute stellen sich diese Frage auch nicht. Man könnte sich das jetzt ganz einfach machen und sagen, je weiter jemand rechts steht, differenziert er nicht. Aber ich glaube, und darauf wollte ich vorhin eigentlich auch abstellen, ich glaube, dass diese Differenzierung eben tatsächlich stattfindet bis in weite Teile der bürgerlichen Mitte, wo man eben genau unterscheidet, der ist erfolgreich, toller Filmemacher, und der ist ein Wirtschaftsflüchtling,
der uns belastet. Belastet. Olaf Sundermeier ist bei uns, Journalist, Buchautor. Herr Sundermeier, Sie waren auf den verschiedensten Demonstrationen, die in der letzten Zeit stattgefunden haben. Auch auf der in Köln, wo sich Hooligans angeblich gegen Salafisten Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Kann man diesen Menschen in Dresden, kann man dieser Organisation in Dresden zugutehalten, dass sie wenigstens friedlich daherkommen? Ja, auf jeden Fall. Das muss man so sagen. Das ist das Recht dieser Menschen, auf die Straße zu gehen. Ihr gutes Recht, demokratisch verbrieftes Recht. Und da möchte auch niemand dran rütteln. Aber ich beobachte seit mindestens 2,5 Monaten eine dezentrale, punktuell ganz unterschiedliche rechte Bürgerbewegung in Deutschland. Das fängt an mit Protesten gegen Flüchtlingslager hier in Berlin, in Köpenick und in Marzahn, wo die Leute auf die Straße gehen, wo sehr viele Rechtsextremisten sich mischen mit Anwohnern, wo Rechtsextremisten auch instrumentalisieren die Leute, die dort auf die Straße gehen. Ich war am Montag in Düsseldorf, wo es eine Pegida-Demo war, wo ich sehr viele alte Bekannte von Hogesa in Köln wieder getroffen habe. Gewalttätige Hooligans. Ich bin in Dresden gewesen. Ich habe mir Kassel angeschaut. Also es gibt eine rechte Bürgerbewegung, die dezentral ist. Die hat sehr viel miteinander zu tun. Und Dresden ist so ein bisschen das bürgerliche Gesicht, was sich dort in den vergangenen Wochen entwickelt hat. Gleichwohl laufen da sämtliche aktive Rechtsextremisten, die in Sachsen seit vielen Jahren bekannt sind, mit. Die sind der Kern dieser Truppe. Es haben sich viele Bürger angeschlossen. Das Problem an Pegida in Dresden ist, sie haben den Anschluss an die Mitte der Gesellschaft gefunden. Und dort müssen wir genau hinschauen, welche fremdenfeindlichen Einstellungen wir haben. Wir haben deutschlandweit 20% Menschen Fremdenfeindlichkeit in der Bevölkerung. Das heißt, jeder Fünfte ist fremdenfeindlich. 44% der Menschen im Osten sind es sogar noch mehr, haben abwertende Einstellungen gegen Asylbewerber. Und die finden wir dort ganz massiv, auch in Dresden. Wenn jetzt, Herr Sundermeier, die Gegendemonstranten sagen, Nazis raus, trifft das dann den Nagel auf den Kopf? Oder werden Menschen als Nazis beschimpft, die eigentlich keine sind? In Dresden sind Nazis dabei, sind Rechtsextremisten dabei, aber nicht das Gros der Leute. Das Gros der Leute trägt sogenannte menschenfeindliche Einstellungen in sich. Die sind islamfeindlich, die sind fremdenfeindlich. Viele von diesen Leuten sind Rassisten. Das macht sie aber noch nicht automatisch zu Rechtsextremisten. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man sie pauschal als Nazis bezeichnet oder beschimpft dort in Dresden, dann kriminalisiert man diese Menschen und treibt sie auch in eine Opferrolle, wo ich eine große Gefahr drin sehe, weil das im Zweifel diese Bewegung nur noch größer machen würde. Bei uns ist heute Frank Richter, den möchte ich Ihnen vorstellen. Er ist sozusagen ein Ursachse, ist der Präsident der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Herr Richter, Sie waren 1989, das ist schon angesprochen worden, Sie waren 1989 mit auf der Straße und haben im Osten für Freiheit und Demokratie gekämpft. Jetzt beobachten Sie von der Landeszentrale für politische Bildung und auch als aufgeklärter Bürger natürlich, was in Ihrer Stadt passiert. Es gibt in Dresden 0,4% Muslime. Wofür, wogegen gehen die Dresdner da auf die Straße? Zunächst muss ich Sie korrigieren, was ich ungern tue. Präsident wäre ich vielleicht gern irgendwann einmal, aber Direktor. Das großartig. Genügt völlig. Ja, leider ist das richtig, was gesagt worden ist. 10.000 am letzten Montag für Pegida auf der Straße, auch viele Gegendemonstranten. Ich halte das für ein sehr komplexes Phänomen, das einfache Antworten nicht zulässt. Es ist richtig gesagt worden, wir haben Mitglieder der NPD ganz deutlich erkennbar, die mitmarschieren. Wir haben meiner Wahrnehmung nach, ich war Montag vor einer Woche auch dabei, habe mir das mal angeschaut, eine breite Hooligan-Szene, die sich beteiligt. Wir haben darüber hinaus aber im guten Sinne des Wortes besorgte Bürger, die sagen, das, was mit der Umsetzung des Asylrechts hier geschieht, das können wir nicht nachvollziehen oder das verstehen wir nicht. Das ist eine schwierige Rechtsmaterie. Mhm. Und wir haben natürlich die, ja, nicht nur die Globalisierungsverlierer, wir haben auch die Transformationsverlierer. Wir sollten auch bedenken, dass im Osten der Bundesrepublik sehr viele Menschen 25 Jahre einen tiefgreifenden Transformationsprozess mitgemacht haben. Vielleicht sind sie heimatlos in der eigenen Heimat geworden und es fällt ihnen jetzt schwer, ja, mit offenen Armen Fremde zu empfangen, wo sie selbst noch nicht richtig angekommen sind. Okay, 40 Demonstranten in Kassel, 400 in Düsseldorf und 10.000 in Dresden. Sie sagen jetzt auch, das ist eher ein Ostphänomen und ein Ostproblem?
Es gibt besondere Aspekte auf dem Territorium der ehemaligen DDR, das heißt im östlichen Teil der Bundesrepublik, die wir bedenken müssen. Ansonsten ist es aber per se kein Ostphänomen. So weit würde ich nicht gehen. Nur diejenigen, die im Osten politische Verantwortung tragen, die in Sachsen politische Verantwortung tragen, müssen sich eigene Antworten suchen auf diese Frage. Und eines ist mir ganz wichtig. Es muss dringend ein Gesprächsfaden geknüpft werden zu denjenigen, die gesprächsbereit sind. Das sagen die Politiker jetzt auch, auch die sächsische Politik. Der Landtagspräsident sagt, wir müssen in den Dialog treten. Sie persönlich haben das probiert. Was kam daraus? Nun, ein paar vernünftige Telefonate, deren Belastbarkeit ich nicht messen kann. Aber ein vernünftiges Telefonat mit Herrn Bachmann, ein vernünftiges Telefonat mit Frau Oertel und einige Pegida-Mitglieder, die sich in einer Diskussionsveranstaltung, die die Landeszentrale organisiert hat, zu Wort gemeldet haben. Und das waren nicht krude rechte Positionen, die da vertreten sind, sondern Positionen besorgter Bürger. Eine gute Nachricht, die Oberbürgermeisterin Frau Orres hat heute Abend im Stadtrat eine hervorragende Rede gehalten. Mhm. Sie hat gesagt, wir müssen einerseits den Dialog mit den Pegida-Demonstranten suchen und andererseits klare Abgrenzung gegen jede Form von Rechtsextremismus betonen. So, und jetzt sagen die Demonstranten auf der Straße, die Politik tut zu viel für die Ausländer und für die Flüchtlinge und sie tut zu wenig für uns. Wie argumentiert man dagegen? Vielleicht sollte man zunächst zuhören. Wenn Menschen, und das ist bei Pegida passiert, sagen, wir reden überhaupt nicht mehr mit euch Politikern, wir reden überhaupt nicht mehr mit euch Medienvertretern. Ihr hört uns ja sowieso nicht zu. Euer System ist nicht unser System. Dann ist das der Tiefpunkt der Ablehnung unserer politischen Realität. Und das, das darf man auch mal sacken lassen. Da darf man als Politiker auch mal still werden und zuhören und fragen, was geschieht hier eigentlich? Und ja, den mühsamen, vielleicht auch vergeblichen Versuch unternehmen, mit Pegida-Leuten ins Gespräch zu kommen. So, und die Menschen laufen schweigend durch die Straßen? Zum Teil, zum Teil. Wann glauben Sie, hat die Politik Sie verloren? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Step by step, und das stellt sich auch von Region zu Region unterschiedlich dar. Die Wahlbeteiligung sind ja niedrig. Wir haben schon eine ganze Zeit lang Indizien dafür, dass viele Menschen mit der gesellschaftlichen, mit der politischen Realität dieses Landes nichts anzufangen wissen oder sich eben auch als Verlierer dieses von mir schon genannten Transformationsprozesses fühlen. Ob man sie objektiv als solche bewerten will, ist eine ganz andere Frage, aber sie fühlen sich als solche. Kennen Sie die Menschen, die da auf der Straße sind? Ich bin Dresdner, ich kenne natürlich einige. Na schau. Ja. Und was ist Ihr Rat, außer der, diesen Dialog zu suchen, also außer denen, diesen Dialog zu suchen, wohin kann und muss der führen, für mehr Aufmerksamkeit gegenüber dem Schicksal der Flüchtlinge zu sorgen oder aber der deutschen Politik Beine zu machen und zu sagen, ihr habt diesem Zustand viel zu lange zugeschaut? Also ein erfolgversprechender Dialog beginnt dann, wenn sich Partner finden, die einander verstehen wollen. Und das muss das Ziel sein. Wir verstehen Pegida in Gänze noch nicht. Wir verstehen einzelne Aspekte, aber das ganze Phänomen zu begreifen, dazu braucht es noch Zeit. Und da braucht es natürlich offene Ohren, auch offene Herzen für die Menschen, die da unterwegs sind. Frank Richter, toll, dass wir Sie heute bei uns haben. Herr Hammer, klare Frage. Hat die Politik die Sorgen der Leute zu lange ignoriert? Was heißt die Politik? Wir haben über eine Vielzahl der Themen, um die es da geht, ja einen durchaus streitigen Diskurs. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass darüber werden wir morgen wieder in der Innenministerkonferenz reden, dass jetzt die gerade neu gewählte thüringische Regierung als erstes gleich am ersten Tag verkündet hat, ein totaler Abschiebestopp jetzt für den kommenden Winter. Wo ich zum Beispiel als CSU-Innenminister in Bayern sage, das lehnen wir rundweg ab. Natürlich muss jemand, der jetzt missbräuchlich in unser Land kommt, und der hat es selber zu verantworten, wenn er missbräuchlich jetzt in unser Land kommt, genauso auch damit rechnen, dass wir ihn schon im Januar oder Februar wieder nach Hause schicken und nicht sagen, ja, obwohl der missbräuchlich hier ist, darf er jetzt, weil Winter ist, auf jeden Fall mal ein halbes Jahr da bleiben. Das sind Dinge, was heißt die Politik, darüber streiten wir uns und ich halte das für falsch, was Rot-Rot-Grün da macht. Und wir haben ein anderes politisches Konzept und dafür stehen wir in Bayern auch. Und dann sind wir vielleicht gleich beim Thema. Aber Herr Hammann, also das ist doch nicht unser Problem. Also dass eine Abschiebung in Thüringen ein paar Wochen später stattfindet. Stehen Sie, wenn wir es jetzt auf das Niveau ziehen. Ja, allein tun diese Frage, genau gibt es Missbrauch? Tun doch genau das, was gibt es auch Asylmissbrauch? Ich habe da schon, darüber auch schon mit Kolleginnen von Ihnen harte Diskussionen geführt. Allein, dass ich angesprochen habe, dass nach dem
Entscheidungen des Bundesamts und der Verwaltungsgerichte eben insgesamt eine Anerkennungsquote von etwa ein Drittel haben und zwei Drittel abgelehnt werden. Dann hat eine Kollegin von Ihnen anschließend zu mir gesagt, der Herrmann diffamiert hier pauschal die Asylanten. Ja, ich diffamiere gar nichts. Ich rede davon, was die Behörden, die dafür zuständig sind, die Fachleute entschieden haben und was die Verwaltungsgerichte bestätigen. Deswegen sind es nicht böse Menschen oder dergleichen, aber wenn amtlich festgestellt worden ist, die haben keinen Anspruch auf Asyl und auch keinen Abschiebeschutz, dann ist die notwendige Folge, dass wir denen sagen, ihr müsst jetzt unser Land wieder aber verlassen. Und genau darüber reden nämlich schon viele Menschen auch bei gegebenenfalls uns auf der können wir die gar nicht abschieben, weil die Länder sie gar nicht wieder aufnehmen. Wir schieben niemanden nach Syrien ab. Aber wenn zum Beispiel allein in diesem Jahr 55.000 Menschen aus Serbien, Mazedonien, Bosnien hierher kommen, wo jetzt auch der Bundestag zu Recht mit Mehrheit gegen die Grünen festgestellt hat, das sind sichere Herkunftsländer, da wird niemand verfolgt. Dann kann ich verstehen, wenn Leute sich in unserem Land aufregen und sagen, was soll denn das? Aber das ist Missbrauch. Dann zitieren Sie bitte Millionen an Steuergeldern. Dann zitieren Sie bitte vollständig. Wir haben durchgesetzt im Bundesrat in den Verhandlungen mit der Großen Koalition, auch gegen Sie in Bayern. Das war Teil des Kompromisses. Und das ist das, was die Leute wirklich ärgert. Und das ist von der Politik absichtlich gemacht worden, dass Asylbewerber in Deutschland nicht arbeiten durften. Und das Leute aus der Wirtschaft, die sogar eher CSU wie uns wählen, die sind zu uns gekommen und gesagt, wir suchen händeringend Fachkräfte. Hier also, gibt es die, die sind hochqualifiziert, mal, Özil, die leben in Deutschland. Lassen Sie mich mal den Satz bitte zu Ende sprechen, dann können Sie mir gleich widersprechen. Die sind hier, die sind zum Teil hochqualifiziert, die dürfen gar nicht arbeiten, die müssen dem Staat zur Last liegen. Das haben wir jetzt geändert, dass die Leute früher arbeiten dürfen. Wenn Sie sich schon wirklich ärgern, dann ärgern Sie sich über die wirklichen Dinge, die Sie zum Teil absichtlich dass Sie hier anderthalb Jahre, haben, dass Sie hier anderthalb Jahre also gegebenenfalls auf ein Asylverfahren warten. Herr das Herrmann, ist in der Tat ein Unding. Und das habe ich wiederholt in den letzten zwei Jahren immer wieder gegenüber allen Kolleginnen wahrscheinlich. Und trotzdem wollen wir gerne noch mal fragen, ganz kurze Sekunde, was da in Dresden eigentlich passiert ist. Herr Sundermeier, würden Sie sagen, Herr Ayata hat recht, wenn im Grunde die 1 Million Menschen, die sich vor 3 Jahren noch das Buch von Herrn Sarrazin gekauft haben, jetzt entscheiden, auf die Straße zu gehen? Sind das die Menschen oder hat Herr Richter recht, der sagt, die fühlen sich einfach ignoriert? Die fühlen sich nicht mehr zur Kenntnis genommen mit ihren Sorgen, mit den Sorgen der deutschen Verlierer eines Transformationsprozesses, der sicher auch nicht einfach ist. Ich würde beiden recht geben. Das kann man definitiv so sagen. Frau Petri ist gleich Sie dran. Nicht, Sie nicht. Ihnen ist es erst mal gelungen, diese Protestklientel, die die NPD 2004 bei der Landtagswahl mit fast 10% anlocken konnte, jetzt in den Sack zu kriegen, einzusammeln in Sachsen. Die haben alle AfD gewählt. In Brandenburg haben sie zuletzt. Ich kenne die Statistiken so gut, dass ich sage, die AfD, lassen Sie sich mal ausreden, bitte. Die AfD ist diejenige Partei mit der größten fremdenfeindlichen Wählerklientel nach der NPD. Das ist definitiv so. In Brandenburg ist es ihnen auch gelungen, die Klientel einzusammeln, die vor Jahren die DVU gewählt hat in Brandenburg. Jetzt sitzt die AfD auch in Potsdam im Landtag und in Frankfurt-Oder. Machen Sie den Leuten mit ihrer Europaphobie im Prinzip, nehmen Sie den Leuten im Stadtrat dort die einzige Perspektive, die die Menschen in Frankfurt-Oder haben. Ich kann das sagen, ich habe da selbst gelebt. Die einzige Perspektive, die man in dieser Stadt hat, ist der Nachbar Polen und ist Europa. Dagegen geht Ihre Partei vor und das finde ich nicht so in Ordnung. Ja, Sie versammeln viele dieser Verlierer, dieser Perspektivlosen, auch dieser Transformationsverlierer ein. Die gehen in Dresden auf die Straße, aber die gehen nicht im Ruhrgebiet auf die Straße, wo es auch eine Menge Transformationsverlierer gibt, die dort nicht Transformationsverlierer sind, sondern Verlierer des industriellen Wandels, wo die Arbeitslosigkeit durchaus höher ist, zahlenmäßig pro Kopf, als in Sachsen oder in Brandenburg beispielsweise. Okay, Frau Petri, die Frage an Sie. Sie haben ja zwischendurch schon häufig genug den Kopf geschüttelt. Ja. 0,4 Muslime gibt es in Sachsen und insgesamt einen Ausländeranteil von 4%. Muss man wirklich die Sorgen der Menschen ernst nehmen, weil es wirkliche Sorgen mit Muslimen und Fundamentalisten sind? Oder wird da eine Politik gemacht, wo es eigentlich gar keine persönliche Erfahrung gibt der Leute? Na, erstmal verwehre ich mich gegen Vokabular, Herr Özdemir, wie Mischpoke oder von vornherein eine Zuschreibung von Fremdenfeindlichkeit, die allzu schnell von den allermeisten Politikern vorgenommen wird, gerade von den Grünen. Nee, das ist einfach nicht wahr. Und auch Transformationsverlierer. Das wissen Sie als Wissenschaftlerin.
Sie lassen mich jetzt genauso ausreden, Herr Sundermeier, danke. Und sicherlich sind auch sogenannte Transformationsverlierer darunter. Aber ich meine, Sie haben einige Stimmen selbst gehört. Und auch wir kennen durchaus einige Demonstranten. Da sind viele Mittelständler, viele Geschäftsführer dabei. Also auch diese Zuschreibung, dass das nur die Enttäuschten sich sammeln, das sehe ich grundweg anders. Natürlich gibt es die immer. Und letztlich gehört eine gewisse Grundunzufriedenheit dazu, um protestieren zu gehen. Also wenn ich nicht unzufrieden bin, gehe ich nicht demonstrieren. Zu sagen, dass Sachsen größere Probleme mit Muslimen hat, wäre sicherlich übertrieben, gerade weil wir einen recht geringen Ausländeranteil haben. Mhm. Aber die Leute in Sachsen leben ja dann auch nicht mehr im Tal der Ahnungslosen in Dresden. Und Sachsen will sicherlich keine Zustände wie in Berlin oder in Duisburg oder in Hamburg oder in Frankfurt. Und dass die Menschen im Osten aufgrund eines Systembruchs vielleicht sehr viel sensibler auf solche Entwicklungen reagieren, wie anderswo in Deutschland. Das, denke ich, kann man gerade aus der Geschichte, die Herr Richter recht gut dargestellt hat, verstehen. Die AfD sagt, Frau Petri, dass zu viele Ausländer nach Deutschland kämen. Nee, das sagt die AfD gar nicht. Die AfD ist die einzige Partei, die schon seit geraumer Zeit, übrigens, die Arbeitsbewilligung für Asylbewerber fordert. Also da waren die Grünen nun auch nicht unbedingt die Ersten. Wir haben bereits im Wahlprogramm für die Bundestagswahl gefordert, dass Asylbewerber arbeiten können sollen. Und wir fordern ganz klar, und da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit von Herrn Herrmann weg, eine Differenzierung, eine berechtigte Differenzierung nach Asyl und Flüchtlingen und nach Zuwanderungswilligen, wo ich der Meinung bin, dass das Wort Wirtschaftsflüchtling vielleicht eine Zustandsbeschreibung, aber keine Definition nach der Genfer Konvention sind. Okay. Also der Kriegsflüchtling darf kommen, in Ihren Augen? Na, wir haben eine klare Rechtslage, Frau Illner. Und nach Genfer Konvention... Ich frage nach Ihrer Meinung und der Haltung Ihrer Partei. Ein Kriegsflüchtling darf kommen? Wir fordern die Einhaltung der geltenden Rechtslage, so wie übrigens auch ganz, ganz viele Pegida-Demonstranten, die mitnichten eine Verschärfung deutschen Asylrechts fordern. Sie fordern, dass geltendes Recht und Gesetz eingehalten wird. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das haben Sie schon mal gesagt. Und dann hören wir vielleicht trotzdem noch mal drei Vertretern Ihrer Partei zu. Weil, ob das jetzt immer alles so gesetzestreu ist, können wir gleich noch mal diskutieren. Gut und richtig findet AfD-Chef Lucke die Pegida-Demo in Dresden. Über Hartz-IV-abhängige Zuwanderer, sagte er, dann bilden sie eine Art sozialen Bodensatz. Einen Bodensatz, der lebenslang in unseren Sozialsystemen verharrt. Der niedersächsische AfD-Chef Armin Paul Hampel meint, für die anderen Parteien muss die Zuwanderung her, damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Auf einer von AfD-Politikerin Beatrix von Storch betriebenen Internetseite steht, Multikulti hat die Aufgabe, die Völker zu homogenisieren und damit religiös und kulturell auszulöschen. Finden Sie das so grundgesetzkonform? Nun, dass Bernd Lucke das wortwörtlich so gesagt hat, würde ich ganz gerne ihn selbst fragen. Ich weiß, dass doch einiges sehr sauber zitiert worden ist. Prinzipiell finde ich es immer schön, wenn wir in Talkshows dann Aussagen meiner Mitpolitiker vorgehalten werden, wenn grünen Politiker mal gesagt haben, am deutschen Nationalfeiertag ist es gut, wenn ganz viele ganz türkische Fahnen oder ganz wenig deutsche Fahnen wehen. Das ist vielleicht auch die Frage, ob das grundgesetzkonform ist. Nee, das ist richtig. Ich kann Ihnen gerne nach der Sendung sagen, wer das von Ihnen gesagt hat. Also das multikulturelle Gesellschaft immer erfordert, dass von beiden Seiten den Willen zur Integration und auch zum Teil zur Assimilation bestätigt, darin sind wir uns einig. Und wenn ich schaue, was die CDU vor Jahren noch gesagt hat, fördern und fordern, dann ist das durchaus das, was eine Gesellschaft braucht, damit Einwanderung funktioniert. Und deswegen stehen wir ganz klar dazu, dass Einwanderung funktionieren kann, aber nur, wenn sich beide Seiten an die geltenden Regeln halten. Glauben Sie denn, wie die Menschen in Dresden auf der Straße sagen, dass für die Ausländer hier in Deutschland, für die Flüchtlinge, zu viel getan wird und für die Deutschen zu wenig? Nochmal, wenn es sich um Flüchtlinge nach der Genfer Konvention handelt und um Asylbewerber, die anerkanntes politisches Asyl genießen, ist es völlig in Ordnung, wenn wir uns so um sie kümmern, wie es die Gesetzeslage vorschreibt. Aber 70% derjenigen sind weder Flüchtlinge noch Asylbewerber, haben keinen Grund hier zu sein. Und deswegen ist es völlig richtig, geltende Rechtslage heißt, diese Menschen abzuschieben. Okay. Herr Sundermeier, wir haben natürlich auch ein politisches Umfeld jenseits der AfD, das durchaus den Boden bereitet hat, Dinge dieser Art nach draußen zu tragen, zu denken und eben auch dafür zu demonstrieren. Nochmal die Frage an Sie. Glauben Sie, dass das immer schon in unserer Gesellschaft, ein bisschen haben Sie schon beantwortet, dass das immer schon in unserer Gesellschaft war? Oder ist das jetzt wirklich ein neues Phänomen? Nein. Weil da Menschen auf die Straße gehen, die eigentlich gestern und vorgestern und vorvorgestern niemals im Leben mit Rechtsextremisten zusammen auf so eine Demo gegangen wären.
Naja, in Dresden ist es ein bisschen anders. Da habe ich viele von diesen Leuten aus dem bürgerlichen Bereich, sind jahrelang, haben die mit Rechtsextremisten demonstriert, wenn es darum ging, gegen die Bombardierung Dresdens durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg auf die Straße zu gehen. Da gab es riesige Demonstrationen von Rechtsextremisten, wo sie auch Bürgerliche angeschlossen haben, jedes Jahr immer wieder in Dresden. Diese Einstellung in der Gesellschaft, die sind schon alt. Die gibt es seit vielen Jahren. Die sind erforscht seit vielen Jahren, auch in der Entwicklung. Jedes Jahr kommen immer wieder neue Zahlen dazu. Ich habe es gerade erwähnt. Im Osten sind es über 50% der Menschen, die dort Einstellungen haben, die sich gegen Asylbewerber richten. Das ist lächerlich. Entschuldigung, es ist lächerlich. Also das heißt, Sie stellen diese Studien? Welche? Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel. Moment, das ist eine Studie des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Die stellen Sie in Frage hiermit? Ja, das tue ich. Ja. Das machen die seit Jahren. Ja. Die sind sehr anerkannt dafür, europaweit. Und Sie stellen das einfach in Frage, wie? Bitte schön. Als Wissenschaftler darf man auch Statistiken in Frage stellen. Genau, aber dann erklären Sie mir, wie Sie die in Frage stellen. Dann sagen Sie mir noch mal, wie Sie fremdenfeindlich definieren. Wie ich fremdenfeindlich bin, indem ich eine menschenfeindliche Einstellung gegen Fremde habe. Ja, und was ist menschenfeindlich gegen Fremde Ihrer Meinung nach? Indem ich abwertende Einstellung habe, ich sage, ich möchte die nicht haben, indem ich Asylbewerbern grundsätzlich den Grund abspreche, weshalb sie hierher kommen. Ja, das tun die Menschen gar nicht, das ist gar nicht wahr. Das tun die Leute in dieser Studie. Ja, dann frage ich mich, wie repräsentativ diese Studie ist. Ich kann das für den Osten definitiv nicht bestätigen. Und Sie wissen, dass man bei Statistiken generell vorsichtig sein sollte. Sie sagen, Sie sind Rechtsextremismusforscher und Sie finden natürlich den Rechtsextremismus. Ich bin Journalist. Ja gut, so wurden Sie zumindest beschrieben. Sie finden die natürlich da, wo Sie ihn suchen. Aber vielleicht sollten wir versuchen, ihn zu widerlegen. Denn das ist, was den DDR-Bürgern oder den ehemaligen DDR-Bürgern ständig nachgesagt wird. Es deckt sich nicht mit unseren Erfahrungen. Und es ist vor allen Dingen schlichtweg illegitim, Menschen von vornherein eine Feindlichkeit zu unterstellen. Okay. Und das tut interessanterweise, melden sich auch Bischöfe zu Wort. Der Weihbischof Jaschke hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, die Menschen sollen nicht sofort in eine Ecke gestellt werden. Man soll jetzt nicht gleich mit der sogenannten Nazikeule kommen, sondern man muss ihnen zuhören. Es meldeten sich andere Politiker. Warum sprechen auch Sie als erstes von einer Mischpoke und sagen nicht, da sind Menschen auf der Straße, denen kann ich jetzt mal nicht gleich unterstellen, dass sie Rassisten sind? Zwischen Herrn Herrmanns Partei und meiner Partei gibt es in vielen Fragen unterschiedliche Meinungen. Ja. Wir streiten uns auch über das Asylrecht. Aber es gibt gewöhnlich eine Gemeinsamkeit. Es geht um Lösungen von Problemen. Der Unterschied ist da, wo es darum geht, dass man Menschen zur Zielscheibe macht, wo man sie verantwortlich macht, generell für Probleme, wo man von den Muslimen, den Türken, den Zuwanderern, den Asylbewerbern spricht. Umgekehrt übrigens genauso. Ich würde mich auch immer dagegen verwahren, dass man von den Christen, den Bayern oder den Deutschen spricht. Da wehre ich mich als erstes dagegen. Das ist der Unterschied. Okay. Reden wir über... Die Gegendemonstranten, Herr Özdemir, nochmal. Die Gegendemonstranten sagen... Man tut immer so, als ob es in Deutschland Redeverbote gäbe, ob es Diskussionsverbote gäbe. Es ist einfach Quatsch. In den demokratischen Parteien, die in den Landesparlamenten, im Bundestag vertreten sind, gibt es eine Bandbreite an Positionen. Wogegen wir uns alle Demokraten zu Recht wehren sollten, ist, dass man Menschen zur Zielscheibe erklärt und generell pauschalisiert. Und da wird einfach mit Unwahrheiten gearbeitet. Ich habe mir das Zeugs mal durchgelesen, was da zum Teil gesagt wird. Da wird dann behauptet in den Papieren, übrigens, man sollte sich auch mal diesen Herrn Bachmann mal anschauen, da geht es ja um deutsche Werte. Das ist einer, der musste fliehen nach Südafrika wegen Einbrüchen. Wegen Rotlichtmilieu, Gewalt. Und der redet bitte schön über deutsche Werte. Also da muss ich doch als jemand, der seit 18 Lebensjahr deutscher Staatsbürger ist, mal deutsche Werte in Schutz nehmen. Deutsche Werte ist nicht Einbrechen. Deutsche Werte ist nicht Leute zusammenschlagen. Deutsche Werte ist nicht Rotlichtmilieu. Das ist einer der Organisatoren dieser Demonstration. Dass ich das kritisiere, hat was damit zu tun, dass ich den Werten, die mir meine deutschen Lehrer beigebracht haben, verteidigen möchte. Gehen wir die Frage gleich weiter an Frau Petry. Frau Petry, das ist einer der Anführer von Pegida. Eigentlich der Erfinder von Pegida, gegen kriminelle Ausländerpolitik machen möchte auf Deutschlands Straßen und selber ein Krimineller ist. Stört es Sie nicht? Stört es die Demonstranten nicht? Nun, Herr Bachmann hat, soweit ich weiß, von seiner kriminellen Vergangenheit, für die er auch gebüßt hat, als seine Strafe abgesessen hat, bis auf jetzt noch eine Währungsstrafe, die noch läuft, aber im Wesentlichen abgesessen hat, hat er sich selbst bekannt. Dass es nicht ehrenhaft ist, das ist sicherlich richtig, aber er ist erstmal nicht der Einzige. Und es gibt auch, Entschuldigung, Herr Özdemir, auch korrupte und straffällige Politiker. Also so zu tun, als sei jetzt die Kriminalität ein Problem des Herrn Bachmann, ist doch vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Ihr Argument. Wir fragen uns noch mal, wer ist da eigentlich auf der Straße? Imran Ayata, wenn jemand einen Satz beginnt und sagt, ich habe nichts gegen Ausländer, aber
Ist er dann automatisch schon ein Rassist? Dann steht er schon im Abseits, würde ich sagen. Das ist doch klar. Also, zu Recht? Also, jetzt hören Sie auch kurz zu, bitte. Also es ist doch so, es sagt doch keiner, dass die Leute nicht auf die Straße gehen sollen. Also wenn Leute sich als Modernisierungsverlierer, als Leute verstehen, die nicht zu Wort kommen und so, alles okay. Ich frage mich nur, warum das immer mit Ressentiments zusammengebracht wird. Also warum gehen die Leute auf die Straße und finden eine andere Gruppe als Schuldige für ihre Zustände? Also in Dresden verstehe ich das wirklich nicht. Also ich kann alles verstehen. Unterschiedliche Motivlagen. Nur warum sind die 0, ich weiß nicht, wie viel Prozent da leben, 0,4%? Schuld sein an ihren Lebensumständen. Aber das ist ganz interessant. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes neues Phänomen, dieses Ja-Aber. Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber nicht bei mir im Hinterhof. So funktioniert das. Und das ist das, was eben das so schwierig macht, auch zu benennen und einzugrenzen, weil das bis weit in die Gesellschaft so funktioniert. Ein Türkenwitz hier. Ihr Integrationsbeauftragter wird, glaube ich, Türken-Martin genannt. Also humorvoll. Und ich meine, so fängt es an. Hier ein Türkenwitz, da mal der Flüchtling. Und diese Instrumentalisierung von solchen Ressentiments, das ist weder eine Domain der AfD und den Rechtsextremen, sondern das finden Sie ganz, ganz breit in der Gesellschaft. Aber wo kommt es her und warum kommt es gerade recht jetzt? Herr Herrmann ist gleich dran. Warum kommt es gerade recht jetzt? Wir haben eigentlich in allen europäischen Ländern nationalistische Parteien. Wir haben entsprechende Bewegungen. Holt Deutschland da jetzt etwas auf, was es sowieso in Anführungsstrichen gibt und in auch aufgeklärten Gesellschaften gibt? Oder müssen wir uns da noch ganz andere Gedanken machen? Naja, in Spanien ist jetzt nicht gerade eine rechtsradikale Bürgerbewegung am Start, sondern da formiert sich eine ganz andere politische Bewegung. Mhm. Also es gibt keinen Automatismus, dass wo immer es eine Krise gibt, und ich finde auch nicht, dass Deutschland gerade krisengebeutelt ist, dass es einen Automatismus gibt, dass es eine rechte Bürgerbewegung gibt. Also in Spanien, die Podemos-Bewegung ist ja nun alles andere, nur keine rechte Bewegung. Also mit den Vergleichen wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich glaube, die haben alle unterschiedliche Dynamiken. Und in Deutschland bin ich wirklich überzeugt, dass es sehr stark geprägt ist von einer neuen Form von Rassismus, die eben sagt, wir haben nichts gegen Einwanderung. Warum denn auch? Wir können das nicht mehr umdrehen. Aber weil das so ist, will ich doch auch mal sagen dürfen, was ich am Islam problematisch finde. Okay, Herr Sundermeier, auch an Sie noch mal die Frage. Die Gegendemonstranten wünschen sich eine bunte Republik Deutschland. Wenn nun also Menschen in diesem Land sagen, das ist mir zu bunt, sind die dann gleich Rassisten? Die sagen, wir wollen keine Asylantenschweine. Das ist ein Zitat, das ich mehrfach auf diesen Demos gehört habe. Von einer Menge aus Menschenkehlen. Wenn das keine Fremdenfeindlichkeit ist, wenn das kein Rassismus ist, dem sich eine bunte Republik entgegenzustellen hat, muss, wenn Herr Özdemir zu den Gegendemonstranten am Montag in Dresden gehört, dann ist es nur zu begrüßen. Ich finde das gut, wenn Tausende von Menschen dagegen auf die Straße gehen. Das ist wesentlich und wichtig. Natürlich brauchen wir eine bunte Republik Deutschland, weil wir längst in der multikulturellen Einwanderungsgesellschaft angekommen sind. Nur diese Leute, die dort auf die Straße kommen, die wollen die Realität nicht erkennen. Okay, Herr Herrmann, Sie sind jetzt dran. Sie sagen, die CSU sagt, wir wollen und können nicht alle Asylbewerber und Flüchtlinge aufnehmen. Wie viele sind nicht alle? Wie viele können wir? Also zunächst mal, wenn irgendjemand von Asylantenschweinen spricht, dann ist das natürlich völlig indiskutabel. Das ist Rassismus und das müssen wir klar ablehnen. Aber dass wir auf der anderen Seite natürlich auch eine Wahrnehmung der Menschen haben. 2007 kamen noch insgesamt 19.000 Asylbewerber nach Deutschland. In diesem Jahr werden es jetzt wahrscheinlich am Ende etwa 200.000 sein. Dass das, wie ja alle Kommunalpolitiker sagen, unsere Kommunen vor riesen Herausforderungen stellt, dass das nicht so einfach problemlos zu bewältigen ist, dass die Menschen dann wahrnehmen, jawohl, ich sage nochmal die Zahlen, ein Drittel etwa werden anerkannt als Asylbewerber, sind Bürgerkriegsflüchtlinge, wir können jedenfalls auf keinen Fall in ihre Heimat wieder abgeschoben werden wegen untragbarer Zustände dort. Aber rund zwei Drittel stellen die dafür zuständigen, kompetenten Leute fest, für zwei Drittel trifft das nicht zu. Dass dann Leute sagen, ja, also da muss doch dann auch entsprechend konsequent
Moment gehandelt werden. Gut, aber erstmal, Herr Herrmann, erstmal kommen doch diese Menschen und sie landen in einem Asylbewerberheim, weil wir gar keine andere Möglichkeit haben, sie hier aufzunehmen, als offensichtlich über die Asylgesetzgebung. Wir haben nämlich keine präzise Zuwanderungsregelung, wie beispielsweise in Kanada. Ja, wir reden anderswo. Ja jetzt, das heißt, Entschuldigung, wir in reden diesen jetzt Flüchtlingszahlen und nicht sitzt über jemanden, der den wir sogenannte Wirtschaftsflüchtling genau neben dem Syrienflüchtling. Müssen wir uns ihnen gegenüber nicht erstmal menschlich verhalten? Natürlich. Die sitzen in dem gleichen Natürlich. Heim. Ja, und dafür sorgt dieser Staat ja auch. Überall in Deutschland, von Schleswig-Holstein bis Passau. Sind Sie da sicher? Ja, da waren viele Kommunen, da waren zunächst einmal viele Kommunen von dieser... Hat es nicht auch in München auf dem Flughafen hässliche Situationen gegeben? Am Flughafen überhaupt nicht, aber in der Bayern-Kaserne, weil wir in der Tat, und zwar überall, von Schleswig-Holstein bis Bayern, von dieser großen Welle, die auf, in den letzten eineinhalb Jahren jetzt in unser Land kam, überrascht waren. Und da musste einiges nachgearbeitet werden. Aber selbstverständlich, alle, die hier bei uns ankommen, müssen menschlich hier behandelt werden. Aber deswegen kann ich nicht jedem, der da kommt, sagen, ja, und du darfst jetzt auf immer da bleiben. Wir haben schon immer, lieber Herr Özdemir, wir haben, weil Sie das vorhin gesagt haben, wir haben schon immer diese Situation gehabt. Jeder, der anerkannt wird als Asylbewerber, der da bleiben darf, darf sofort arbeiten. Jetzt regeln wir, er darf in Zukunft schon ab dem, nach dem dritten Monat, wo er da ist, Arbeit aufnehmen. Ich hoffe, dass das auch mit viel Erfolg umgesetzt wird. Die Realität heute ist, und das spielt für diese politische Stimmung dieser Themen natürlich schon auch eine große Rolle. Wenn Sie ganz Bayern nehmen, dann sind von allen Leuten Ausländer, Leute mit Migrationshintergrund in Bayern im Moment 10% arbeitslos. Wenn Sie in Bayern, in Berlin hier schauen, wie sieht es da aus? Das sind von allen Ausländern und Leuten mit Migrationshintergrund in Berlin 30% arbeitslos. Es nützt nichts, Herr Özdemir, wenn Sie nur sagen, die dürfen jetzt auch alle arbeiten. Sie müssten dann schon auch dafür sorgen, dass dann auch entsprechend Arbeitsplätze für die da sind, dass die was tun. Und das sind halt die unterschiedlichen Realitäten. Bei uns geschieht in Bayern ist Integration entgegen vielen Vorurteilen, die gern verbreitet werden, auch von den Grünen. Bei uns ist Integration in Bayern erfolgreicher. Darum haben wir auch weniger Probleme mit solchen Stimmungen. Wenn also, die Menschen Herrmann, arbeitslos auf der Straße stehen, gibt es natürlich automatisch mehr Aversionen. Herrmann, ich würde nie pauschal gegen Bayern polemisieren, weil da viele Grüne in den Kommunen mitregieren und gute Arbeit machen. Wenn die gute Arbeit machen, arbeite ich ja auch mit denen gern zusammen. Und da das haben wir auch gar so keine Probleme. Friedvolles Zusammenarbeiten zwischen den Grünen. Auch nicht, dass das mein und zweitens, ich muss nur was klarstellen für on the record, sonst kriege ich nachher Ärger. Zweitens, in Berlin könnte ich es mir einfach machen, regieren wir nicht. Aber hier gibt es auch eine andere Sozialstruktur. Da sollte man auch ein bisschen fair sein. Und drittens, aber das wird von den Menschen als Problem angenommen. Dann darf geschenkt. Ich bin mich beschweren, dass die Menschen ein Problem darin sehen. Sind Sie denn mit mir einig? Ich habe einen riesen Respekt vor unseren Kommunalpolitikern. Ob sie von der CSU oder von den Grünen sind, ist mir völlig egal. Die machen eine tolle, wahnsinnig wichtige Arbeit. Aber ich komme vom Irak-Kurdistan zurück, Wadat. Das hat 5 Millionen Einwohner. Und die haben jetzt 1,5 Millionen Leute aufgenommen, in höchster Not, hochtraumatisiert. Die haben die Wohnungen freigeräumt, die haben Zeltstädte, Gebäude, Argument die sich nicht fertig gemacht haben. Ich will sagen, wir dürfen nicht so tun, als ob alle mühseligen und beladenen dieser Welt nach Deutschland kommen. Nein. Wir haben eine Menge Leute. Ich finde es klasse, dass wir in einem Land leben, das sich toll Jahr um sie nach kümmert. Europa kommen, werden allein von Deutschland aufgenommen. 30% da ist jetzt aller dieses nicht Europa alle, jetzt haben wir endlich die Zahl und eine Antwort auf meine Frage. Also, die können wir aufnehmen oder können wir die 30% eigentlich nicht aufnehmen? Sind wir damit schon überfordert, wollen Sie sagen? Ich glaube, dass es auf jeden Fall richtig ist, dass wir da eine gerechte Verteilung innerhalb auf Europas schaffen. So, nimmt Schweden, nimmt Österreich, nimmt Schweiz sehr in der viel Tat, mehr Flüchtlinge es gibt aus, drei, vier, die prozentual auf die Bevölkerung bezogen noch mehr aufnehmen. Und dann gibt es viele, viele, die weit weniger aufnehmen. Und deshalb sage ich, das gleiche System, das wir im Moment schon in Deutschland haben, nämlich, dass das gleichmäßig nach Quoten auf alle Bundesländer gerecht verteilt wird, entsprechend ihrer Größe. Das gleiche System brauchen mindestens wir in auch in Europa, dass alle Mitglieder der Europäischen Union entsprechend beteiligt sind haben und nicht alle diskutiert? Nur sagen, Deutschland ist das Paradies. Das wird nur noch ein bisschen dauern. Wir werden Europa und eine europäische Lösung sicherlich noch ein bisschen auf die lange Bank schieben, weil das in der Regel so ist mit europäischer Gesetzgebung. Die Menschen sind hier und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Menschen, die jetzt hier sind, eigentlich um? Und da ist es manchmal ganz interessant, den Kollegen der CDU-CSU aus früheren Tagen etwas genauer zuzuhören. Machen wir jetzt. Die Entrüstung der politischen Klasse Anfang der Woche war groß, aber wie klang sie eigentlich vorher? Die Flüchtlingsarbeit muss vor allem vor Ort erfolgen. Es kann ja nicht sein, dass die
Flüchtlingsnot in Deutschland sozusagen ausgebadet wird. Es kann nicht das Ziel sein, dass alle, die mit ihren wirtschaftlichen Lebensverhältnissen dort unzufrieden sind, nun nach Deutschland kommen und hier Asyl beantragen. Die Zuströme sind ungebrochen. Deswegen ist unsere Gesellschaft vor Ort auch bald überfordert. Italien muss seine Flüchtlinge natürlich auch versorgen. Und wir erwarten natürlich auch von Italien, dass es seine Aufgaben erfüllt. Man muss deutlich sagen, dass über die Hälfte der Flüchtlinge, die hierher kommen, eigentlich nicht berechtigt sind. Wer schmarotzt, braucht gar nicht erst zu kommen, liebe Freunde. Dann werden wir uns in der Berliner Koalition sträuben bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen. Herr Herrmann, ganz zarte Frage. Bekämen Sie auf Pegida-Demonstrationen nicht ordentlich Beifall? Ich gehe bestimmt nicht zu keiner Pegida-Demonstration. Wir sorgen dafür, dass die Menschen, die in Bayern ankommen, ordentlich untergebracht werden. Wir haben auch eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Aber deswegen ist es trotzdem auch alles richtig, was gerade gesagt worden ist. Ja? Wir können zum Beispiel die Probleme der Millionen von Menschen auf der Welt, denen es in der Tat schlechter geht als dem Durchschnitt in Deutschland, wir können deren Probleme nicht dadurch lösen, dass wir sie alle in Deutschland aufnehmen. Wir können die nicht alle in unsere deutschen Sozialsysteme aufnehmen. Und das muss man auch klar sagen. Das sind die Ansätze, die Vorschläge, die unser Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller gemacht hat. Wir brauchen nämlich wesentlich mehr Hilfe unmittelbar in Afrika vor Ort. Wir müssen die Entwicklungshilfe deutlich verstärken. Wir müssen die Probleme der Menschen in Afrika lösen. Wir können die Probleme Afrikas doch nicht dadurch lösen, dass die Hälfte der Menschen Afrikas nach Europa kommen. Ich wollte wissen, ob Sie ein bisschen das Gefühl haben, dass Sie den Boden bereiten. Klar, ich wollte wissen, ob Sie... Und Gerd Müller ist Bundesminister und ich halte die Vorschläge, die er macht, für absolut richtig. Und genau das muss umgesetzt werden. Ja. Ich frage es nochmal. Ich wollte wissen, ob Sie nicht ein bisschen Sorge haben, dass Sie für das, was auf deutschen Straßen da jetzt passiert, auch ein wenig den Boden bereitet haben, indem Sie solche Äußerungen machen. Nein, es wäre gut, wenn wir insgesamt in Deutschland die Politik machen würden, die wir da anfordern. Das Problem ist, dass wir dafür im Moment leider im Bundestag und Bundesrat keine Mehrheit haben, dass wir selbst für diesen klaren Beschluss der Großen Koalition, nämlich hier Bosnien, Serbien, Mazedonien, sichere Herkunftsländer zu definieren, einen schwierigen Kompromiss mit den Grünen dann noch im Bundesrat machen müssen, damit wenigstens Herr Kretschmann zugestimmt hat. Okay. Die Mehrzahl der Grünen lehnt das immer noch ab. Ja, so ist das leider die Realität. Aber deswegen sind doch die politischen Konzepte und Überzeugungen, die wir vertreten. Könnte eine grüne Politik ohne Abschiebungen auskommen? Das tut sie doch gar nicht. Das ist ein Pappkamerad, der aufgebaut wird, der nicht der Realität entspricht. Ich bin ein Verteidiger des Individualrechts auf Asyl. Individualrecht heißt, jeder Einzelfall muss geprüft werden und er wird entschieden, ob die Gründe vorliegen. Und dann gibt es gegebenenfalls eine Grauzone. Ja, aber das liegt doch daran, dass wir nicht genug Leute haben, die Entscheider sind. Die Fälle dauern viel zu lang. Das ist absurd. Man muss die Verfahren verkürzen. Das ist auch im Interesse der Menschen. Das ist doch das Schlimmste, was man Leuten antun kann. Aber auch zustimmen, Herr Özdemir. Dann dürfen eben nicht nur 10% zurückgeführt werden oder 15%, sondern dann müssen die 70% auch. Beziehungsweise man sollte ihnen gar nicht erst die Hoffnung machen, dass sie hier aufgenommen werden können. Das Problem ist doch, dass auch ihre Politik und die der Linken dazu geführt hat, dass den Leuten die Anreize geschaffen werden, im deutschen Sozialsystem umherzukommen. Warum kommen denn diejenigen, von denen eigentlich vornherein klar ist, dass sie keinen Asylgrund haben und nicht nach der Genfer Konvention anerkannt werden? Denen hilft man doch nicht. Im Gegenteil, die jagt man aufs Mittelmeer, wo sie elendlich umkommen. Das ist ihre fehlgeleitete Politik. Ja, wir, wegen ihm sterben sie. So einen Quatsch habe ich selten gehört. Wir setzen uns dafür ein. Na klar. Das Programm, nur damit die Zuhörer wissen, wovon diese Dame spricht, das Programm... Also Sie können meinen Namen schon noch sagen, den wissen Sie Programm, doch. Das Programm, das Italien hatte, Mare Nostrum nennt sich das. Das hat dazu gedient, dass Flüchtlinge im Mittelmeer aufgenommen werden, damit sie dort nicht bitter absaufen. Dieses Programm wird nicht weiter funktionieren. Dieses Programm ist eingestellt, weil die Europäische Union dafür nicht genug Geld hat. Das würden wir gerne ändern. Eine Frage an Frau Petri. Die italienische Regierung sorgt jetzt dafür, dass die Menschen aufgenommen werden und nicht mehr wie zu Zeiten von Berlusconi man sie absaufen lässt. Das ist zumindest schon mal ein großer Fortschritt in Italien gewesen. Und der Fehler, den aber jetzt die neue Regierung gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, wir retten sie aus dem Meer und dann setzen wir sie einfach in den Zug und schicken sie nach Frankreich oder Deutschland. Aber da braucht es europäische Antwort. Genau, Sie, Frau Petri, genau, das ist ja der Punkt. Sie da braucht sie europäische Antwort. Dem schönen Satz, wer betrügt, fliegt, eigentlich auch uneingeteilt Ja sagen? Na, wer hat denn den gesagt? Das war nicht die AfD, sondern das war die CSU. Hätten Sie ihn auch erfinden können? Nee, der ist mir einfach nicht differenziert genug. Weil?
Ja, Sie differenzieren ja, weil die AfD sehr wohl für eine differenzierte Lösung steht, nämlich eine Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht. Ja, die übrigens ist 2004. Na ja, gut, die CDU-CSU hat eh das Problem, dass offensichtlich mit den Falschen koaliert. Aber das ist eine andere Frage. Ich meine, wir haben die Differenzierung gefordert. Nö, das haben wir gar nicht nötig momentan. Ja? Aber wir haben eine Differenzierung gefordert und die Menschen, die auf die Straße gehen, da möchte ich Ihnen gerne widersprechen, Herr Jatta, die demonstrieren nicht gegen die Asylbewerber, sie demonstrieren gegen eine Politik, gegen die Politiker, protestieren gegen die Politiker, die geltendes Recht nicht durchsetzen. Und die allermeisten von denen, die dort laufen, die können Sie fragen, die werden immer sagen, dass sie nichts gegen die Leute haben, die die geltende Rechtslage oder das, was die Rechtslage möglich macht, ausnutzen. Nun sitzen, sitzen in diesen Behörden ja Menschen, die müssen tatsächlich entscheiden. Kommt da jemand, weil er aus dem Elend entfliehen will und ist eben wirklich ein Flüchtling? Oder kommt jemand hier nach Deutschland, weil er sich in diesem Land ein besseres Leben erhofft? Frage ist mal, wie ohnmächtig die Mitarbeiter der Behörden sind. Das ist keine schöne Aufgabe. Die Frage ist dennoch, spielt es in Ihrem Denken überhaupt keine Rolle oder gäbe es aus Ihrer Sicht überhaupt gar keine Möglichkeit, dass diese Menschen, die hier nach Deutschland kommen, weil sie hier ihr Glück suchen, durchaus unsere Arbeitskräfte von morgen sein können? Das kann ich gut nachvollziehen. Und deswegen brauchen wir ganz schnell ein vernünftiges Einwanderungsrecht, das einmal auf Qualifikation abstellt, was völlig legitim und das Recht eines jeden souveränen Staates sind. Und zweitens wäre ich auch sehr dafür, ähnlich wie in anderen Einwanderungssystemen, ein Kontingent für Leute zu haben, die die Qualifikation vielleicht nicht besitzen, ähnlich wie die Green Card Lottery in den USA. Die einfach eine Arbeitserlaubnis haben können und damit hier ihr Glück versuchen können. Aber Glück versuchen ist nicht gleichbedeutend mit Einwandern in die Sozialsysteme. Und das muss auch klar gesagt werden. Ist unsere Asylpolitik schuld daran, dass wir heute so eindimensional und eben undifferenziert über Ausländer reden und nicht über Menschen, die da kommen? Naja, ich finde es, wenn man die Diskussion so zuhört, kann ich gar nicht glauben, dass wir im Jahr 2014 leben. Weil ich meine, in Zeiten von Globalisierung zu glauben, dass man nationalstaatlich alles regeln könnte und die Beweggründe von Menschen, ob sie von A nach B gehen könnte, Herr Herrmann oder Herr Özdemir oder wer auch immer, regeln könnte oder bestimmen könnte, das halte ich für relativ kühn. Also jeder von uns überquert am Tag 4-5 Mal Grenzen im Internet, kauft sich da Schuhe in Kanada, schaut sich ein Video in, keine Ahnung, Neuseeland an. Ganz selbstverständlich, Alltag. Und dann will ich aber mich abschotten und sagen, nee, Leute, so viel rein, so viel raus. Das ist ja, glaube ich, ein Teil des Problems, auch der politischen Überforderung, dass man schnelle Formel in klaren Bildern irgendwie Lösungen verspricht. Aber die Realität zeigt ja, kein Flüchtling wird sich jetzt die Frage stellen, ob das, wenn er politisch verfolgt ist oder wenn er ein Homosexueller in Serbien ist, Herr Hamann. Wie wollen wir da jetzt eigentlich festlegen, ist er jetzt verfolgt oder nicht? Ich glaube nicht, dass ein deutscher Beamter das wirklich final beantworten kann. So, was sagen wir dem jetzt? Wer soll es denn uns beantworten? Mhm. Also wir haben auch Gerichte, wir haben ein System, wie es das weltweit fast nicht nochmal gibt, dass zum Beispiel überhaupt ein Asylbewerber auch vor deutschen Gerichten klagen kann auf sein Recht. Ja. Selbst die großen sogenannten Einwanderungsstaaten wie Amerika, wie Kanada, da kann keiner klagen darauf, ob er da was jetzt reingeht. Sagen will, Herr Herrmann. Das ist ein Rechtsstaat, den wir hier anbieten. Natürlich. Die es in wirklich nur ganz, genau ganz selten gibt. Ich sage im Kern, Herr Herrmann, ich glaube, dass wir an der Schwelle stehen, uns die Frage zu stellen, wie funktioniert heute eigentlich Demokratie? Das ist, glaube ich, der Kern der Frage. Weil wenn Flüchtlinge hier doch protestieren gegen die Residenzpflicht, dann hat es doch auch was mit uns zu tun und wie wir mit denen umgehen, oder nicht? Ja, aber es gibt die einen, die in der Tat sagen, die Demonstrationen hatten wir jetzt in den letzten Wochen auch in Bayern wieder, die machen dann einen Hungerstreik und sagen, auch obwohl sie abgelehnt worden sind, sozusagen, ich streike jetzt so lange, bis ich hier anerkannt werde. Da sage ich dann in der Tat, unser Staat kann sich nicht erpressen lassen. Wir treffen da rechtsstaatliche Entscheidungen darüber, wenn es um die Flüchtlinge geht. Protokoll, Herr Sundermeier, die Residenzpflicht, die ist abgeschafft, das haben wir im Bundesrat verhandelt gegen Sie. Das trägt dazu bei, dass Asylbewerber Arbeitsplatz gehen können. Wenn es einen Arbeitgeber gibt, der DIHK kommt zu uns und sagt, wir brauchen die Leute in der Ausbildung, wir brauchen sie im Betrieb. Das warum haben wir sind dann in Berlin 30% arbeitslos? Da frage ich mich dann schon. Weil sie vielleicht auch nicht so große Chancen haben am Arbeitsmarkt und weil diese neue Gesetzgebung Ihre Schwesterpartei CDU regiert in Berlin. Jetzt sehr jung ist und weil
die Firmen sich auch noch erst finden müssen, die mit dieser großen Freude Menschen aufnehmen und sie an die Arbeitsplätze lassen, die vorher eben Deutsch lernen, die natürlich Deutsch lernen sollen, die mit der deutschen Arbeitsgesetzgebung klarkommen sollen und anderes genau. mehr. Also das in haben Bayern sie vor kurzem jedenfalls besser ja als erst beschlossen. Ja. Ich wollte noch mal zu, na klar, wir kommen wieder alle nach Bayern. Herr Sundermeier, wenn Sie immer herzlich willkommen, insgesamt, na alle hoffentlich, wenn insgesamt 120.000 Menschen, Asylbewerber in diesem Jahr nach Deutschland gekommen sind, wenigstens sagen das so die Behörden, und nur 6.000 davon abgeschoben worden. Ist es dann ein Wunder, dass die Leute sagen, ich probiere es jetzt erstmal auch über diese Asylgesetzgebung nach Deutschland zu kommen, wenn es eine so geringe Zahl von Abschiebungen gibt? Ich glaube, diese Frage stellen sich die Leute überhaupt nicht. Ich habe mit Flüchtlingen zum Beispiel gesprochen, die außerhalb Warschaus dort in einem Flüchtlingslager untergebracht werden, die aus Tschetschenien kommen, da ist Polen das Erstaufnahmeland. Die haben ganz andere Informationen, wie sie mit dem Ziel Berlin quer durch Europa reisen. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Frau Petri sagt, sie geht selbst gar nicht zu diesen Demonstrationen. Ich gucke mir das Woche für Woche an. Dort wird nicht differenziert über Flüchtlingspolitik diskutiert. Dort wird auch nicht so differenziert über die Asylfrage diskutiert, wie jetzt hier an diesem Tisch. Da sind Leute, die in Köpenick hat der CDU-Sozialsenator ein Flüchtlingsheim geplant, ohne das vernünftig zu kommunizieren. Er hat ein Vakuum hinterlassen. Menschen, die Angst haben, stehen dort auf der Straße, Anwohner mit einer unbegründeten Überfremdungsangst und rufen zu einem Containerheim, was noch nicht steht, reißt das Heim ein. Und wenn Frau Petri sagt, das sind Leute, die demonstrieren nicht gegen Asylbewerber, wieder alle in einen Topf. Wenn Sie sagen, das sind Leute, die nicht gegen Asylbewerber demonstrieren, dann habe ich auf jeden Fall ein Wahrnehmungsproblem. Ich erlebe das Land auf, Land ab, ob ich in Dresden bin, ob ich in Köpenick bin, ob ich in Düsseldorf bin, in Hannover bin, in Köln. Ich habe in Köln und in Hannover Leute erlebt, die zu Hunderten skandiert haben, Ausländer raus. Da geht es um eine ganz platte, harte Fremdenfeindlichkeit, von denen diese Leute getrieben sind, gepaart mit einer hohen Demokratie. Das ist gepaart mit einer ganz hohen Demokratieverdrossenheit, die ich insbesondere in Dresden sehe und in Sachsen sehe. Wir haben auch entsprechende Sie können wir erleben auch eine Bayern großartige loben. Hilfsbereitschaft, und zwar in allen Teilen Deutschlands gegenüber den Flüchtlingen. Ja. Wir dürfen jetzt wirklich nicht den Eindruck entstehen lassen, als ob das typisch für die deutsche Bevölkerung sei, dass da alle Ausländer rausschreien. Sondern wir erleben auch eine große Hilfsbereitschaft. Wir Facebook bei uns gemeldet haben. Holger Schapinski sagt, Wut auf die Politik? Fragezeichen, keine Frage. Oder will man nun Zehntausende als Nazis abstempeln? Es meldet sich Shannon Mark, der sagt, es wäre nicht so weit gekommen, wenn die Politik Sorgen und Nöte nicht ignoriert und die Bürger ins rechte Eck gestellt hätte. Das Vertrauen ist dahin. Herr Özdemir, was sagen Sie solchen Menschen? Die fühlen, dass sie ihnen nicht mehr zuhören. Also wenn zu mir Leute kommen, auch im Wahlkreis, wobei da passiert es Gott sei Dank nicht, und sagen, wir sind nicht informiert worden von der Politik darüber, dass Flüchtlinge kommen, in welcher Zahl, woher die kommen, was mit denen passiert, welche Leistungen die bekommen, dürfen die überhaupt arbeiten, dann habe ich da vollstes Verständnis. Und mein Job als Politiker besteht darin, mit denen zu reden, die aufzuklären, wenn es andere nicht machen. Das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Warum haben Sie so wenig aufgeklärt? Warum haben Sie nicht gesagt, das es wird nicht eine... Das tue ich ständig. Ich bin da ständig unterwegs. Sie sind ständig unterwegs? Also ich auch. Jetzt auch immer aber ganz schlimm. Ja? Ich bin sowieso ganz schlimm und möchte trotzdem von der Politik wissen, denn das, was die Menschen hier äußern, ist eine Politikverdrossenheit. Ich möchte wissen, waren wir ehrlich mit den Leuten? Oder haben wir ihnen bis gestern gesagt, die Italiener halten die Grenzen dicht? Haben wir ihnen bis gestern gesagt, da kommen nicht so viele? Haben wir ihnen gesagt, die kommen, um die kümmern wir uns? Das ist ein grundsätzliches Problem der Politik, dass wir mit den Leuten nicht am Anfang kommunizieren und ihnen das erklären. Das fing schon an bei meinen Eltern. Da hat man gesagt, die bleiben nur wenige Jahre. Mittlerweile gibt es einen Cem Özdemir, der war gar nicht vorgesehen. Der hat jetzt auch Kinder, war auch nicht vorgesehen. Das heißt, das gehört natürlich zu einer Einwanderungsgesellschaft dazu, dass man die Leute mitnimmt, dass man mit ihnen kommuniziert. Gut. Und dass man auch sagt, Einwanderungsgesellschaft ist was Hochkompliziertes, was Anstrengendes. Das hat Erfordernisse gegenüber den Zuwanderern. Die müssen sich bemühen, die müssen Deutsch lernen. Das hat aber auch Erfordernisse gegenüber der Aufnahmegesellschaft. Auch die muss verstehen, die bringen Bedürfnisse mit, die bringen eine Religion mit, Essgewohnheiten etc. Das muss die Politik organisieren. Und jetzt kommt's. Aber nicht missbrauchen, das ist der Unterschied. Wer sagt denn, dass wir das missbrauchen? Herrn Herrmann, stellen Sie gleich, weil
Die Frage an Herrn Herrmann wird noch verbunden mit einer Geschichte, die der Generalsekretär Scheuer losgetreten hat in dieser Woche. Er wünscht sich nämlich, dass mir endlich alle Deutsch sprechen. Ich kann es nicht richtig, ich werde es auch nicht lernen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Der Satz, der jetzt übers Wochenende zitiert wurde, bleibt in der Grundausrichtung, dass die Sprache der Schlüssel ist für gelungene Integration. Auf gut Deutsch, der Satz bleibt nicht. Der sollte nämlich Migranten vorschreiben, bitteschön auch zu Hause immer Deutsch zu sprechen. Eine bescheuerte Idee fanden selbst Parteifreunde. Ich tue mir schwer damit, jemandem vorzuschreiben, was er zu Hause spricht. Ich spreche auch gerne mal Hessisch zu Hause. Ob die Bayern zu Hause ins Hochdeutsch verfallen, das weiß ich nicht genau. Gleichzeitig ist es ein hohes Gut, wenn Kinder die Möglichkeit haben, zum Beispiel zweisprachig aufzuwachsen. Und so blieb weder der Satz noch die Grundausrichtung. Wer dauerhaft hier leben will, soll motiviert werden, im täglichen Leben Deutsch zu sprechen. So, Herr Herrmann, hat sich Ihr Generalsekretär da vergaloppiert oder wollen Sie an den Stammtischen irgendwie die Hoheit gegenüber der AfD und Frau Petri gewinnen? Also ich habe meinen Beitrag am letzten Montag im Parteivorstand geleistet, dass wir jetzt einen völlig unstrittigen Text, ja, aber ja, der letzte Satz, so steht er jetzt drin, der ist von so Ihnen. Werden wir ihn morgen, nein, den haben wir beraten gemeinsam am Montag im Parteivorstand, so steht das jetzt dann morgen im CSU-Parteitag zur Diskussion. Und damit wir werden, ist alles denke gesagt? Ich, einen sehr guten Beschluss fassen. Klar ist in der Tat, weil ich vorhin ein paar Mal von Multikulti gesprochen haben. Wir wollen die, die auf Dauer da bleiben, in der Tat vernünftig integrieren. Aber integrieren heißt in der Tat, hat. Nicht, dass jeder beliebig nebeneinander herleben kann, sondern dass unsere Gesellschaftsordnung, dass unsere Rechtsordnung gilt und dass man in die hinein integriert wird. Dazu gehört schon mal in der Tat, dass man unsere Sprache spricht. Was man zu Hause spricht, ist in der Tat jedermanns Privatsache. Aber man muss unsere Sprache sprechen können, sonst aber kann man sich nicht vernünftig integrieren. Frau Petri, hätte der Spruch auch von Ihnen sein können? Das vorhin schon mal gefragt. Nee, der war mir zu platt von vornherein. Schon aber, zu platt. Ja, natürlich. Aber dafür ist die CSU bekannt, Herr Herrmann, das nehmen Sie mir jetzt nicht übel. Jetzt sind da häufig. Aber vielleicht darf ich eins sagen. Trotzdem hat ja dieser Satz einen Nerv getroffen. Denn ich meine, eins ist klar, für Einwanderer muss es selbstverständlich sein, die deutsche Sprache zu sprechen. Und das ist es bei denjenigen, die zu uns kommen, eben nicht bei allen der Fall. Und das ist eben die Art von Pflicht, die jeder, der in Deutschland dauerhaft leben will, auch erfüllen muss, wenn er erwartet, dass er hier mit offenen Armen empfangen wird. Jetzt hat sogar die Kanzlerin widersprochen, Imran Ayata. Wie wurde bei Ihnen zu Hause gesprochen? Eltern türkisch? Türkisch. Ausschließlich? Türkisch. Gut oder schlecht? Gutes Türkisch. Wenn meine Eltern sich an die Empfehlung des CSU-Generalsekretärs gehalten hätten, würde ich heute total schlechtes, fehlerhaftes, inkorrektes Deutsch sprechen. Meine Eltern haben mit mir Deutsch gesprochen, aber sie haben auch dafür gesorgt, dass ich auf den Kindergarten gehe, dass ich die Schule besuche und mich halbwegs auf meinen Hosenboden setze. Genau. Jetzt kommt es aber, Herrmann. Damals gab es Gott sei Dank kein Betreuungsgeld, das davon abgehalten hat, dass so Leute wie meine Eltern das Kind zu Hause lassen. Das ist das Problem. So, ehe Herrmann jetzt das Betreuungsgeld noch mal erklärt, machen wir den Sack zu und müssen es, weil die Kollegen von Markus Lanz schon in der Spur sind. Und genau dahin geben wir sie jetzt gerne weiter. Ich darf mich bei dieser Runde sehr herzlich bedanken. Wir haben gelernt, wir sollen eigentlich alle nach Bayern kommen. Wir haben gelernt, dass eine bunte Republik oder nach Baden-Württemberg nicht schlecht ist und dass sie eigentlich nicht zu bunt sein kann. Bleiben Sie heiter irgendwie. Vielen Dank Ihnen allen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.